Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute Donnerstag, den 10.06. Morgens um 6:45. Die Sonne scheint, die Wäsche hängt. Ja, ich habe gestern Abend noch Handtücher aufgehangen. Da kommt gleich noch eine Maschine hin, die können jetzt schön draußen trocknen. Dann haben wir wenigstens Peeling-Handtücher. Das muss ich ja wirklich sagen, das liebe ich ja im Winter, wenn die dann im Trockner kommen. Da sind die schön weich. Im Sommer, ja gut, da hast du dir deine Peeling-Zeug, deine Peeling-Handschuhe kannst du dann an die Seite legen und dich dann damit abtrocknen und dann ist alles gut. So empfinde ich das. Der Udo mag das gerne, ich nicht so, aber so ist das, ne? Genau. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen sonnigen Donnerstag. Und hier wird sich gerade fertig gemacht. Und dann geht es dann nachher in die Schule oder gleich. Da saß der Udo gestern noch bis, weiß ich nicht, ich glaube 9:30 dran. Da kommen jetzt so, ja, so eine Art Styroporblöcke drauf, fragt mich nicht. Zum Dämmen irgendwie. Und ja, da ist er auf jeden Fall dran. So sehen die Handtücher von hier aus. Sehr interessant, ne? Genau. So, jetzt werden wir mal loslegen. Hummel ist auch wieder am Start. Hummel. Jo, ne? Genau. Die genießt noch, dass es noch so schön kühl ist. Wobei die immer mitten hinter in der prallen Sonne sitzt. Und das genießt wohl. So, jetzt gehen wir mal gucken. Ich habe hier vorne Mohnblätter aufgesammelt und meine Schildkröten oder die Schildkröten generell lieben ja Mohn. Wo sind die? Ich höre sie doch, da hinten ist der Paula. Paula, komm mal her. Komm mal her. Komm, komm mal lecker, lecker, lecker. Wo ist die Lisi denn? Ui, guck mal. Leckere Mohnblüten. Ey, ich habe gesagt, die sind lecker und ich habe gesagt, ihr mögt die. Komm. Ich weiß, du guckst gerade, wo du lang gehst, ne? Die Sonne brezelt, das sag ich euch. Komm, junger Mann, sonst bin ich genauso rot wie jeder Mohnblütenblatt. Wo hängst du jetzt fest? Hier, komm, guck mal hier. Du hast es gleich geschafft. Ja. Du wirst gewinnen. Komm. Ich halte es dir hin. Ey, friss das. Da. Boah. Ja, ich lasse ja schon los. Ist ja gut. So, ab morgen geht's los. Die EM 2021. Und dafür muss man gewappnet sein. Das Fenster ist schon geschmückt. Vorne hängt schon eine Fahne raus. Genau, so gehört sich das. Und das Runde in der Mitte, das soll ja, ein Fußball, ein Ball sein. Keine Ahnung, kann man gar nicht so erkennen, leider Gottes. Doch jetzt in Schwarz-Rot-Gold. Genau. So, der Udo ist auf dem Dach. Ich habe jetzt die Bude gerade noch gemacht, die Kinder sind noch im Pool und ich zeige euch jetzt einmal, wie schön unsere Erdbeeren aussehen. Kann man das schön erkennen? Die sind jetzt so explodiert. Ne, die sind nicht explodiert, die Farbe ist explodiert. Schwuppdiwupp, knallrot geworden. Da werden wir auf jeden Fall welche von naschen. Zack. Da. Lecker, lecker, lecker.
Und hier bei unseren Wilderdbeeren sind nämlich auch schon kleine. Könnt ihr die sehen? Ganz kleine Erdbeerchen dran. Da freue ich mich drauf. Wir haben jetzt 9:30 gleich. Und die Kinder sind jetzt seit knapp einer halben Stunde, 20 Minuten im Bett und schlafen schon. Die waren jetzt so K.O. Ich habe die jetzt so ausgepowert. Ah, ich kann, ne? Also irgendwie war der Tag, ich habe Kopfschmerzen, weil das so eine drückende Hitze, kann man nicht direkt sagen, aber irgendwie war es komisch, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall habe ich hier noch die Bude aufgeräumt und wisst ihr, was das Beste ist? Man sieht gar nichts mehr. Grausam. Hab draußen noch ein bisschen dekoriert. Also das Wohnzimmerfenster ist für die EM gerüstet. Eine Fahne hängt oben aus dem Fenster und der Baum vorne hat auch eine Fahne drum. Da weiß ich aber noch nicht, ob ich sie lassen werde. Muss ich gucken, wie mir das so gefällt. Ja, das haben Emma und ich auf jeden Fall gemacht und Lenny kam dann auch vorhin runter und dann sind die beiden, auch keine Ahnung, wie lange die im Pool waren, über eine Stunde auf jeden Fall. Und wir haben so einen Ball, den zeige ich euch gleich. Und dann sind die beiden im Wasser und ich stehe draußen und sehe dann anschließend aus wie so ein begossener Pudel, die auch im Wasser gehen können. Ja, aber die Kinder haben immer Spaß zu werfen und zu fangen und alles ist lustig und ich sehe aus wie, weiß ich nicht. Auf jeden Fall musste ich mich umziehen. Aber das Wichtigste ist, dass die Kinder Spaß hatten. Da nehme ich dann auch die, kalt war die Dusche ja nicht, nehme ich dann gerne in Kauf. Ja, anschließend haben sie dann noch Abendbrot gegessen und wie gesagt, jetzt sind sie im Bett. Und ich werde jetzt meine Blumen gießen und euch einmal den Ball zeigen. Hier ist das gute Schätzchen. Ne, das ist schön nass und hier ist ein Fuchsschwanz dran. Und davon haben wir zwei Stück und die sind beide schon ordentlich demoliert. Das ist noch der ganzere von beiden. Ja, und dann haben die Kinder dann immer Spaß, den Mist dann, und ihr seht, was da rauskommt, ne? Und der ist immer noch randvoll. Ja, auf jeden Fall macht das mega Spaß, finde ich auch. Ich brauche da nicht duschen, hat sich dann auch erledigt. Und ich werde jetzt erstmal die Blümchen gießen und dann ist Feierabend. Genau. Guten Morgen. Wir haben heute Freitag, den 11. Januar. Genau, Steffi, guten Morgen. Ihr merkt, ich bin noch nicht wach. Wir haben natürlich Juni. Ich stehe natürlich nicht umsonst im T-Shirt hier. Und die Blumen blühen. Ja, ich bin noch nicht wach. Ja, wir haben also den 11. Juni morgens um 7:10. Und ich wollte euch einen schönen Freitag wünschen, einen schönen Start ins Wochenende. Und ich sehe schon, ich muss wieder Rasen mähen jetzt am Wochenende. Ist ja grausam. Genau, die Kinder, die frühstücken und ich ziehe mich jetzt an. Also ich stehe hier nicht nackt, aber ich ziehe mir jetzt die Klamotten für draußen an und mache mir die Haare. Genau, aber ich wünsche euch später auch noch einen schönen Start ins Wochenende. Also irgendwie bin ich heute mit dem falschen Fuß aufgestanden. Nicht schlechte Laune mäßig, sondern ich bin so verpeilt. Nicht nur, dass ich euch erzähle, wir haben den 11. Januar, wollte ich euch im Sommer weiß machen, dass wir Winter haben. Nee, ich wollte die Kamera nehmen, um mit euch zu quatschen und nehme mir die Sonnenbrille, so. Und laufe durch die Bude und mache über Licht an. Bis meine Kinder mir sagt, Mama, was machst du da? Ja, da fiel es mir auch auf, ne? Man wird alt. Apropos alt, zeigt mir meine Tochter, die hat in 3 Tagen Geburtstag, wird schon 8 Jahre alt. 8 Jahre, wo ist die Zeit hin? Wie sagte eine Mutter vor kurzem noch, an den Kindern merken wir erstmal, wie alt wir werden. Ja, fragt mich aber einer, ob ich das will? Nee.
Jetzt lacht und applaudiert eine hinter der Kamera. Meine Schwester, weil sie knapp 8 Jahre jünger ist als ich. Ja. Aber das sieht man ihr nicht an, auch wenn sie, da lacht sie sich immer kaputt, schon seit 5 Jahren 24 oder 5. Wie alt bist du immer, Jacqueline? 25 macht, ne? Irgendwie so. Das war wirklich ein Jahr, da war ich so verpeilt, da wusste ich nicht, wie alt sie wird. Und dann hat die mir dann eine Jahreszahl gesagt und dann gefühlt das Jahr darauf auch und darauf auch. Ich sag mal, wird sie überhaupt nicht älter? Da lacht die sich immer kaputt. Ja, man soll alten Leuten ja auch mal ein Späßchen bereiten, ne? Genau. Ja, wie gesagt, Emma hat in 3 Tagen Geburtstag, am Montag und am Freitag, da ja, machen wir Kaffee und Kuchen. Dann kommen dann meine Eltern, meine Schwester, meine beiden Omas und dann sitzen wir schön draußen, mit Abstand natürlich, und feiern dann Emmas Geburtstag. Die freut sich da so sehr drauf, mal wieder alle zu sehen. Aber das heißt alle, die Familie, die restliche, kommt ja nicht. Sind ja wirklich nur wir hier. Weil wir wollten das nicht übertreiben, ne? Also von daher, ja. Und die wichtigsten Menschen. Man weiß ja nicht, wie lange die Omas noch so sind, ne? Und ja, die sind durchgeimpft, alle. Und da machen wir da draußen, wie gesagt, stellen wir den Tisch alles schön hin. Und ja, aber bis das dann soweit ist, haben wir noch einiges zu tun, weil ihr wisst ja, hier ist ja noch Vollbaustelle. Ja, aber wir wollen ja immer das so schön wie möglich machen. Sie hat sich eine Ladybug-Party gewünscht, also in Rot-Schwarz, in Marienkäferoptik, genau. Und ja, das Einzige, was ich nicht selbst mache, ist eine Torte backen. Habe ich ihr schon gesagt, war sie aber auch gar nicht traurig drum. Weil ich sagte, wenn ich jetzt, vor allen Dingen bei den Temperaturen, noch anfange, eine Sahnetorte da zu machen oder keine Ahnung, dann gelingt dir das nicht. Und nee, ich mache sowas lieber in Ruhe und nicht mit dem Druck im Nacken. Du musst ja das noch alles ja, wieder kernsanieren im Garten und... Ja, dann machen wir das so. Das war ihr auch eigentlich egal. Sie freut sich darauf, dass, ja, dass sie die Oma und so mal wieder sieht. Wir freuen uns natürlich auch sehr. Und ja, da können die Kinder dann in den Pool gehen und wir können dann mal wieder quatschen. Weil ich habe die andere Oma ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Genau, dann gucken wir da mal, was das da so Neues gibt. Ja, mein Schwager kommt uns nicht besuchen. Da muss ich noch mal ein ernstes Wörtchen mit ihm reden. Das geht ja mal gar nicht. Das finde ich ja nicht gut. Ne, René? Ehrlich. Genau. So sieht's aus. So, und jetzt werden die sich fertig machen. Ich bin schon fertig, das merkt er ja und wisst er ja. Und dann hören wir uns, sehen wir uns später wieder. Ist das warm? Oh, hängt noch mein Haken hier. Ja, wir haben jetzt 17.37 Uhr und wir haben noch, ich glaube, 28 Grad im Schatten. Es ist ganz schön... Naja, wir wollen nicht meckern, ne? Sonne ist ja schön. Ja, der Lenny ist jetzt beim Fußball. Der Udo sitzt auf dem Dach und Emma und ich, wir räumen jetzt hier drin vom Mittagessen alles weg. Wir hatten heute Frikadellen mit Kohlrabi-Rahmgemüse und ja, davon räumen wir das jetzt alles weg. Wenn wir das hier drin haben, dann gehen wir raus und ja, räumen draußen noch auf. Also wir haben ja noch einiges zu tun und dadurch, dass draußen Baustelle ist, ist natürlich auch auf der Terrasse Baustelle und ja, da kommt man nicht so wirklich weiter. Ja, und dann möchte ich dann da noch ein bisschen machen, aufräumen und ja, gucken wir einfach mal, wie weit wir da kommen. Den Kühlschrank draußen wieder anschließen für kalte Getränke. Ja, so ist der Plan. Mal gucken, was wir schaffen. Und ja, die Kinder gehen jetzt gleich im Pool. Also immer jetzt gleich schon und wenn der Lenny gleich kommt, der düst dann hinterher. Ja, und heute ist mal kein Stress mit, ich sag jetzt mal, früh ins Bett gehen.
Und genau, da können wir das alles ein bisschen noch genießen. Genau, Emma ist bereit, die will hier ackern. Und ich werde jetzt hier eine Runde schwitzen gehen. Guck mal. Der Herr ist gerade die Dachrinne am dran machen, stimmt's? Ja. Hier ist noch Chaos. Aber ich habe die Wiese gemäht und die neue Wäsche hängt. Genau. Ja, die Emma möchte jetzt im Pool. Der Lenny geht gleich auch. Und dann gucken wir mal, was ich heute noch mache oder was ich auch nicht mehr mache. Alles ganz in Ruhe. Höre ich hier die Vogelmama, Vogelpapa? Keine Ahnung. Aber guckt mal. Ist auch fast komplett zu. Ja, ein paar Löcher sind noch frei, ne? Aber trotzdem. Das ist jetzt erst alles passiert. Finde ich schön, dass das hier nutzt wird. Das ist ja schon fies, ne? Ich sitze hier auf der Treppe und halte die Füße ins Wasser. Und der Udo sitzt am Dach und arbeitet. Aber ich soll das Kind bewachen, also mache ich das auch. Wenn das nochmal hier ist, dann ist das so. So sieht man aus, wenn man mal den Wasserspielen verliert. Die drei waren jetzt im Pool. Ich stand draußen, ich wollte ja nicht rein. Ich hätte reingehen können, denn ich bin klitschnass. Genau, wir haben wieder mit diesem komischen Ball, mit dem Schweif da hinten dran gespielt. Da haben die Kinder so einen Spaß. Derjenige, der fängt, hinterher auch, der kann sich nämlich komplett umziehen. Aber das Wichtigste ist, dass die Kinder Spaß hatten. Man kann sich ja trocken legen, ne? Genau, jetzt machen wir Feierabend, jetzt wird noch eine Kleinigkeit gegessen und dann werden wir ganz ruhig den Freitag einfach mal ausklingen lassen. Genau, so sieht's aus. Jo, sonst habe ich auch nichts Neues, bin nebenher noch am Waschen. Udo hat soweit heute auf dem Dach alles geschafft, was er schaffen wollte. Morgen wird es obendrauf wohl fertig, hat er gesagt, wir lassen uns überraschen, alles ganz gechillt. Und, sagte Udo, du hättest ja auch reinkommen können, ne? Ja, ich sag, hätte ich dann machen können, wenn ich hätte gewollt. Ach ja, aber das macht schon Laune. Genau, so, jetzt sage ich einfach bis später, bis morgen, keine Ahnung, werden wir sehen. Hallo ihr Lieben, wir haben heute Samstag, den 12.06., mittlerweile 14.28 Uhr. Wir haben 25 Grad, aber durch den Wind ist es ganz schön frisch, wenn die Sonne weg ist. Ja, ich wünsche euch trotzdem einen schönen Tag und wir sehen uns später nochmal. So geschwitzt ist man, wenn man einen kleinen Kampf mit dem Drucker hatte. Wenn der nicht so will wie ich, dann ist schon gar nicht gut. Ja, verzeiht, dass das zu spät ist, aber so ist das nun mal. Wir haben heute Morgen schön zusammen gefrühstückt. Dann ist der Udo wieder aufs Dach, da wo er hingehört. Und Mama und ich, wir sind shoppen gefahren. Erst sind wir zur Action. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das jetzt zu der Zeit hier mir alles nur so röselig, so weiß ich nicht. Ich würde gerne mal durch die Bastelabteilung ströpen und Dekoabteilung für den Garten und ach, was weiß ich, generell mal. Aber das geht ja gar nicht da rein und dann musst du mitschwimmen, so ungefähr. Ja, auf jeden Fall habe ich mir da ein paar Bastelsachen mitgenommen. Vor allen Dingen ganz wichtig, doppelseitiges Klebeband. Ich finde das einfach mega, das hält super und ja, da habe ich mir wieder Nachschub geholt und dann haben wir noch so eine Liegematte für im Pool geholt, die hatte ich ja letztes Jahr da schon geholt, damit jedes Kind eins hat, eine hat
Und ja, dann sind wir dann zu Kik. Da wollten wir ursprünglich hin. Oder Mama hatte gefragt, ob ich mitkomme. Jo, sind wir da rein. Leute, da ist mir aufgefallen, ich trage gar keine 36 mehr. Ja, die trage ich schon länger nicht mehr. Ich war so geschockt, nicht nur, weil ich ja wirklich ganz grauselig finde, das finde ich wirklich grauselig, nur weil man dick ist oder mehr auf den Rippen hat als eine 36 oder eine 38, heißt das doch nicht, dass wir keinen Modegeschmack haben, dann heißt das doch nicht, dass wir Lumpen anziehen müssen. Also ich bin ganz ehrlich, die gefühlt drei Oberteile, die wir Dicken da haben, ja, weiß ich nicht, da ist... Also das finde ich echt grottenhässlich. Und was ich da noch schlimmer finde, je größer die Größe, desto länger ist das auch alles. Leute, wir sind nur alle um die 1,60. Wenn überhaupt manche vielleicht auch 1,70. Aber nur weil man dicker ist oder eine größere Größe braucht, muss man die doch nicht 200 Meter länger haben. Finde ich ganz schlimm, ehrlich. Naja, dann hatte ich ein Kleid an, das sah wunderschön aus. Auf Stange, ne? Dann habe ich es angezogen und dann dachte ich, okay. Von vorne ging das noch. Von der Seite. Ja, aber so ist das, ne? Ich habe es auf jeden Fall einmal angehabt und habe gesagt, nee, Steffi, das ist dir doch zu dick für den Sommer. Boah, nee. Ja, dann habe ich dann noch ein paar Oberteile angehabt, aber irgendwie sahen die wirklich, wie man sagt, auf dem Kleiderbügel schöner aus als an einem selbst so. Oder dann hattest du was und dann weiß ich nicht, dann war das nicht deine Größe. Naja, es war auf jeden Fall ein Satz mit X, das war wohl nix. Ich bin auf jeden Fall fündig geworden für Emma. Da habe ich noch ein bisschen Geburtstagsdeko geholt, also Luftballons und 8. Und ja, ich habe ihr einen Badeanzug geholt und noch was, aber das hat sie noch nicht. Ja, ist ja nicht so, dass man nichts geholt hat. Ja, auf jeden Fall ist das irgendwie mal ein bisschen sehr niederschmetternd. Dafür habe ich für 1,48 getankt. Das ist auch mal was. Vorher war der Sprit, glaube ich, bei 1,50, 1,51. Ja, man muss ja auch das Positive sehen, ne? Genau, jetzt bin ich hier zu Hause. Dann sollte ich was ausdrucken. Und wie gesagt, der Drucker hat überhaupt nicht das gemacht, was ich wollte. Ja, jetzt stehe ich so dezent im Schweiß. Aber okay. Ja, jetzt räume ich noch auf und dann Spülmaschine aus- und einräumen, Wäsche aufhängen und waschen. Ja, also ich habe keine Langeweile. Ups, einmal was angepackt, schon alles verschoben. Ja, das war so mein Morgen, mein Tag und mal gucken, was noch so hier kommt. Genau, jetzt seid ihr wieder auf dem neuesten Stand. Ihr wisst wieder über alles Bescheid und ich muss erstmal verdauen, dass meine 36 auch nicht mehr passt. Der Udo hört wieder nicht auf die Mutter. Ich habe gesagt, warte bitte. Ich möchte das filmen. Aber so sieht's auf jeden Fall jetzt wieder aus. Und das hört sich wunderschön an. Guten Morgen, guten Morgen. Wir haben heute Sonntag, den 13. morgens um 8:30. Wir haben 18 Grad. Und, oh, ich bin blind, in die Sonne geguckt. Ja, hier hängt die Wäsche, die nehme ich jetzt ab. Die nächste hänge ich schon wieder auf. Und wir haben strahlend blauen Himmel. Wunderschön. Genau, wir werden jetzt gleich erstmal frühstücken. Ich denke mal draußen. Denn wie gesagt, ist richtig schön angenehm. Ja, und mein Bachlauf sieht man und hört man auch wieder. So, jetzt seht ihr einmal meinen Tisch. Und zwar, weil ich euch was zeigen möchte. Dazu möchte ich aber vorher was sagen. Ihr kennt ja, zumindest hatten wir das bei uns damals immer, aber ich denke mal, ich gebe überall auf der Kirmes oder auf dem Rummel die Eisstände, die diesen Schokomor haben, wo die Schokolade auf dem Eis schön fest wird. Ja, und ich habe Folgetage in meiner Küchenmaschine nach Mittagessensrezepten geguckt und was gesehen. Jetzt habe ich mal hier die Schokolade nachgemacht und ich muss sagen,
die ist wirklich fest geworden. Ja, und jetzt kriegt meine Familie da zu essen. Und ja, die müssen sagen, ob das schmeckt oder nicht. So, und jetzt machen wir mal hier die Geräuschkulisse. Also ist wirklich knüppelhart. Nee, du hältst die Kamera gerade. So, und ich bewege mich. Nicht ich, sondern der Teller bewegt sich. Genau. Ja, jetzt wird meine Familie probieren. Der Udo wird euch jetzt sagen, wie das schmeckt. Sehr gut. Und sehr lecker. Wie Eiskonfekt, hat er gesagt. Und da ich das nicht mag, ist das schon nicht meins. Krieg ich mir ab. Genau. Ja, die Kinder haben gesagt, das ist bitter. Quatsch. Ja, dadurch, dass da so viel Zartbitter drin ist, kann ich das verstehen. Aber auf jeden Fall hat das funktioniert. Man hat das mal ausgetestet und das ist wirklich... Hallo! Das ist wirklich schnell gemacht. Und klebt scheinbar auch am Schüsselboden fest. Wir haben kurz nach 3 und ich muss sagen, wir waren heute richtig fleißig. Der Udo natürlich mehr als ich, aber, oder sagen wir mal anders, seine Arbeit sieht man mehr als meine. Ja, ich habe heute Morgen hier alles aufgeräumt und der Udo ist ja dann schon raus und hat draußen aufgeräumt. Habe die ganzen Sofadecken gewaschen, die Klamotten gewaschen, Handtücher gewaschen, die muss ich gleich noch aufhängen. Dann kann ich schon wieder die nächste Maschine waschen. Das mache ich aber, denke ich mal, erst heute Abend, weil die Kinder wahrscheinlich gleich noch mal in den Pool gehen werden. Und ja, alles aufgeräumt, gesaugt, aber da sieht man schon nicht mehr dieses rein und raus, das ja, sieht man hinten am Teppich wieder. Da liegt der ganze Staub und Dreck und alles. Ja, das habe ich so gemacht und bin dann in den Keller verschwunden, nach unten, weil ja, meine Prinzessin hat morgen Geburtstag und ich habe noch keine Karte. Oder wir haben noch keine Karte und da bin ich gerade dran. Ja, muss ja dann heute auch noch weiter geht's. Da war die Speicherkarte voll. Ja, auf jeden Fall muss ich das ja heute auch noch fertig kriegen. Und das heißt für mich später, wenn die Kinder im Bett sind, ja, da werde ich dann weitermachen. Und jetzt wird aber erstmal eine Riesenpause gemacht. Und ich zeige euch jetzt, wie schön der Udo das gemacht hat. Also hier, ja, wenn wir rausgehen auf diesem Terrassenstück, da lag ja vorher alles. Dämmzeug, keine Ahnung, das ist alles jetzt da hinten gewandert. Mit Hilfe natürlich, ne? Und Zeugs, was er jetzt noch braucht für auf dem Dach. Ne, beziehungsweise das Dach oben ist fertig. Aber er muss jetzt, ich zeige euch das, noch dicht machen. Und da hat er hier Ütungssteine und keine Ahnung was stehen. Ja, ich bin froh, dass er da Hilfe kriegt. Ich meine generell bei dem Dach wurde ihm geholfen. Er hat viel selber gemacht, die leichteren Dinge und einfacheren Dinge. Aber da, wo es schwer wurde, ja, haben wir geholfen, hat der Gumpel geholfen. Und genau. Ich zeige euch das jetzt einmal. Wer schenkt auch, die kann ich schon wieder eigentlich abnehmen, aber das machen wir heute noch. Heute ist ja noch ein bisschen. Wir haben erst 4:30, ne? Also so ist es ja nicht. Genau. Und wir genießen jetzt noch die Sonne, noch das schöne Wetter und los geht's. Schon alleine, wenn man hier rauskommt und rausguckt, ist Ordnung. Jetzt steht zwar noch Zeug rum, aber es ist schön sauber alles. Das hat er wirklich super gemacht. Ja, dann gehen wir hier lang. Meine Wäsche. Oh, die Nachbarn gucken Fußball, höre ich gerade. Meine wunderschönen Blümchen. Oh, ich finde die so toll, die Petunien. Und auch die, die habe ich das erste Mal. Die sind richtig schön geworden. Fischchen sieht man auch da. Der graue, der grau-rote. Ja, mein Bach auf. Ich liebe den ja, ne? Das ist für mich wie Urlaub. Wunderschön. Ja. Der Pool. Da ist der Herr.
Ja, Schauspieler. So, darf ich die zeigen oder meinst du, wollen die dann haben? Ach so. Genau. Hier unsere Zucchinis, ich weiß gar nicht, ob man die alle erkennen kann. Dies Jahr haben wir wieder eine gute Früchterate. Letztes Jahr war ja nichts. Die Farben, geil. Ich lieb's immer noch. Hier unsere Tomätchen. Hier die Gurken. Die Birnen. Erzbeeren. Und hier auch hier, da sieht man mal, wie, wie gesagt, steht Zeugs rum, aber man kommt wieder durch, ohne sich die Beine zu brechen. Und hier mein Blauregen, der hat sich auch gut gemacht. Der klettert da schön drauf und abends gehe ich dann immer hin und fädel das dann da drunter, damit, wenn der Wind kommt, nicht alles direkt runter reißt. Ja, so sieht unser Kuddelmuddelgarten aus. Aufgeräumt, aber trotzdem für den einen oder anderen noch unordentlich. Genau. Ach, jetzt hört man gerade nicht. Ich weiß nicht, ob ich so nah dran komme. Nee, da ist die die Pumpe so laut. Die Kleine, die hörst du mittlerweile, die Meisen. Die piepsen da schon schön rum. Ach ja, das liebe ich einfach. So, etwa mal alles aufgeräumt. Der Udo hat jetzt die Hütte gemacht und jetzt hier erstmal alles rausgeräumt. Und das ist alles Badespielzeug hier. Luftmatratze und Liege und da ist, glaube ich, ein Einhorn und ja, war nicht alles. Mein Stillstuhl von Emma, den habe ich gekriegt, beziehungsweise mein Fläschchenfütterstuhl, den habe ich gekriegt zur Geburt von Emma, vom Udo, damit ich das bequemer habe. Erinnerung werden wir. Mein Kind wird in ein paar Stunden 8 Jahre alt. Ja, so sieht die Hütte aus. Ich muss morgen dringend gesaugt werden. Aber hier ist Platz drin wieder. Hier stand alles voll mit dem ganzen Zeugs. Aber so eine Aufräumaktion hat auch was Gutes. Man findet wieder seine kleinen Gewächshäuschen. Die Gießkanne, die weg war. Ja, und so entmüllt man ja auch, ne? So, und irgendwo, ich kletter jetzt hier für euch, da oben ist der Mond zu sehen. Eine hauchdünne Sichel. Naja, hauchdünnig, aber dünn. So, jetzt sitzen Udo und ich noch hier draußen. Im aufgeräumten Garten. Da der Wäscheständer. Aber so gehört sich das, ne, Udo? Ja, jetzt sitzen wir noch hier und genießen den restlichen Tag, Abend, wie auch immer. Und ich beende den Vlog jetzt, wünsche euch noch einen schönen Rest Sonntag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!